Rise and Shine, Kinder. Es ist wieder ein schöner Tag. Zeit, aus dem Bett zu hüpfen und sich auf den Tag vorzubereiten. Hey, vergiss deine Pantoffeln nicht. Wow, sieht so aus, als hätten wir einen schlimmen Fall von Strubbelhaar. Wie können sich all diese Knötchen überhaupt über Nacht bilden? Hast du mit einem Bären im Schlaf gerungen oder sowas? Ach, keine Sorge. Hilfe ist auf dem Weg. Du glaubst mir nicht? Na, dann schau dir mal das an. Sandy, geht's dir gut? Sieht so aus, als hätte diese Kleine einen schweren Fall von Morgenmuffeligkeit. Hey, ich würde dir gern helfen, das Stirnrunzeln loszuwerden. Wow, die Haarspangen sind echt cool. Hast du vielleicht ein paar davon übrig? Wir haben ein paar verrückte Haare, die in Ordnung gebracht werden müssen. Vielleicht brauchen wir auch mehr als ein paar Clips, um diese Katastrophe zu beheben. Mal sehen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Wow, diese Zöpfe sind echt fabelhaft. Warte, es gibt noch mehr? Nimm diesen kleinen Kerl und tausche ihn mit meinem. Siehst du? So, das ist viel besser. Oh, ich liebe die Farbe Lila. Um das Ganze selbst zu machen, braucht ihr Schleifen, Haarbänder und zwei kleine Magnetstücke. Als nächstes klebt ihr diese Stücke auf die Mitte der Schleifen. Verwendet etwas Heißkleber, um sicherzustellen, dass sie wirklich kleben. Klebt nun ein weiteres Magnetstück auf die Rückseite der Lolz. Ihr könnt so viele verschiedene Lolz verwenden, wie ihr möchtet. Ihr könnt sie mischen und nach Herzenslust anpassen. Oh, die sind wirklich süß, oder? Was für eine fantastische Art, den Tag zu beginnen. Aber vielleicht können wir als nächstes so etwas ausprobieren. Ladybug hat das coolste Kostüm aller Zeiten. Bitte! Nun, wenn du darauf bestehst. Wow, diese kleinen Dutz sind echt schön. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr könnt die genauso einfach selbst machen. Zuerst kämmt ihr die Mähne, um diese bösen Verwirrungen im Buschelkopf loszuwerden. Als nächstes macht ihr euch ein paar Zöpfe hoch oben auf dem Kopf. Flechtet die Zöpfe und sobald ihr die Enden gebunden habt, wickelt sie in Schnecken auf eurem Kopf ein, sodass sie wie Dutz aussehen. Vergesst nicht, sie mit einigen großen Bobbypins zu sichern. Um zusätzlich zu strahlen, holt euch noch ein paar coole Haarverlängerungssträhnen in roter Farbe. Steckt das Kammstück in den Dutt, bevor ihr die Strähne um das Geflecht herumwickelt. Geht langsam vor, um sicherzustellen, dass das Haar sauber eingewickelt bleibt. Sobald ihr ungefähr zur Hälfte fertig seid, sichert ihr alles mit einem weiteren Bobbypin. Macht weiter, bis der ganze Strang um den Dutt gewickelt ist und die Oberseite etwas bedeckt. Fast fertig! Als letztes nehmt ihr Funky Pins wie diese hier und steckt sie durch den Dutt. Hey, schaut euch mal diesen fabelhaften Look an. Aber es gibt noch einen letzten Schliff. Können wir diese Frisur für Halloween vorbereiten? Es ist ja schon Oktober. Mal sehen, was soll ich an Halloween machen? Vielleicht Ariel von der kleinen Meerjungfrau? Das ist eine tolle Idee. In Ordnung, ich weiß genau, was zu tun ist. Wow, hey, dreh dich um, damit wir deinen neuen Style sehen können. Es ist ein Ariel-Zopf. Es gibt sogar lange, schöne Flossen, genau wie im Trickfilm. Wenn ihr diese Frisur zu Halloween machen wollt, beginnt ihr mit, euer Haar zu kämmen und einen langen Zopf zu machen. Stellt sicher, dass er gut und fest sitzt und von der Mitte des Kopfes aus beginnt. Als nächstes legt man etwas Papier als Schutzschild hinter das Haar und sprüht den Zopf hellblau an. Beachtet, dass bei dunklerem Haar etwas mehr Farbe nötig ist. Zu guter Letzt nehmt ihr eine Ariel-Schablone wie diese und klebt sie an die Basis des Zopfes. Damit gewinnst du jeden Kostümwettbewerb. Oh, nur noch eine Sache. Spieglein, Spieglein an der Wand, ich hoffe, mein Haar sieht am besten aus. Juhu! Oh nee, sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Fall von Morgenblues am Hals. Hey, schaut mal hinter euch. Eine Elsa ist hier, um zu helfen. Hallo, Judy? Och, sie muss wirklich tief im Morgenmuffeldasein stecken. Und ich weiß genau, wie man sie da rausholt. Magie! Wow, dein Haar sieht ganz anders aus. Dreh dich um und lass es mal alle sehen. Wow, es ist Elsa von Frozen. Und dein langes Haar verwandelte sich in ein wunderschönes blaues Kleid. Hättet ihr auch gern diesen Style? Na, hier ist die Anleitung. Bindet euer gebürstetes Haar in einen hohen Pferdeschwanz wie diesen hier. Sobald er schön fest ist, sprüht ihn mit etwas glitzerndem Haarspray ein. Als nächstes platziert ihr eine große Elsa-Schablone mit angebrachtem Band direkt auf den Pferdeschwanz. Mann, ist das eine leichte Frisur, oder? Oh, lass mich das kleine wegfliegende Haar noch ein bisschen einfangen. Achtet darauf, dass ihr es nicht vermasselt. Oh, das war unhöflich.
Weißt du was? Ich verwandle dein Haar in etwas Unheimliches, Missy. Hä? Was ist los? Um dieses gruselige Halloween-Haar zu bekommen, bürstet eure Mähne zu einem Pferdeschwanz ganz oben auf dem Kopf. Sobald ihr das getan habt, benutzt ihr einen dieser Jungs, um einen großen Ballerina-Dutt zu machen. Steckt euer Haar durch das Loch, verteilt es und macht es mit einem Gummiband fest. Nehmt einen farbenfrohen Pfeifenreiniger und wickelt ihn um die Basis des Dutts. Formt sein Ende wie ein Spinnenbein. Macht dies noch zwei weitere Male, damit ihr Beine habt, genau wie eine echte Spinne. Und vergesst nicht ein paar alberne Wackelaugen. Na, sieht das nicht perfekt aus? Das mag für Halloween toll sein, aber wir müssen zugeben, es ist ein wenig zu gruselig. Seht ihr? Ihr habt sie wirklich erschreckt. Oh nee, was habe ich getan? Keine Sorge, Judy. Ich werde die Dinge wieder besser machen. Versprochen. Siehst du? Puh, das ist viel besser. Zeig mir deine neue Frisur. Wow, ein schöner Meeresregenbogen. Um dies zu Hause zu tun, teilt euer Haar in der Mitte und erstellt zwei Zöpfe. Stellt sicher, dass sie knapp über der Mitte eures Kopfes sind. Sobald sie befestigt sind, legt die Enden der einzelnen Zöpfe in das Gummiband der gegenüberliegenden Seite. Als nächstes legt etwas Papier hinter die Zöpfe, um die Sprühfarbe vorzubereiten. Beginnt mit einer Farbe und sprüht sie auf beide Enden neben den Gummibändern. Nehmt eine neue Farbe und sprüht sie nahtlos entlang der mittleren Teile des Zopfes. Stellt nun sicher, dass das andere Ende mit der ersten Farbe übereinstimmt, die ihr verwendet habt. Schließlich steckt ihr einfach ein paar flauschige Wolkenausschnitte auf die Haarbänder. Ja, das ist definitiv weniger beängstigend als die Spinne. Juhu, alles vergeben. Wow, ich kann nicht glauben, dass das meine echten Haare sind. Ob Halloween oder Mitte März, diese Frisur ist einfach super. Nun, das sind zwei von drei. Wir haben noch einen Bad Hair Day vor uns. Aber nicht mehr lange. Oh, was für eine schöne Prinzessin. Und mit noch schöneren Haaren. Oh, nicht verlegen sein. Deine Haare sind nicht so schlecht. Lass uns nachdenken. Was können wir tun? Ja, das ist bisher die coolste Frisur. Mit dieser Frisur wirst du sicher jeden Kopf in der Klasse umdrehen. Ich frag mich, wie man so fabelhafte Haare haben kann. Setz dich auf den Stuhl, Schwester. Zuerst müsst ihr alle diese Verwirrungen ausbürsten. Als nächstes teilt ihr eine obere Haarschicht mit einem Kamm ab und haltet sie mit etwas Gummiband zusammen. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Nehmt den unteren Teil und steckt ihn in einem Pferdeschwanz mit einem kleinen, klaren Gummiband. Dann nehmt ihr den oberen Teil heraus und trennt ihn mit dem Kamm in noch mehr Teile. Bindet einen Pferdeschwanz ganz oben auf dem Kopf zusammen mit farbigen Haarverlängerungen. Achtet darauf, dass ihr diesen Teil für nur eine Minute beiseite haltet. Macht dasselbe mit dem nächsten Abschnitt. Ihr könnt euch jede beliebige Farbextension aussuchen. Trennt nun jeden Abschnitt in zwei Hälften. Achtet genau darauf, wie ihr die verschiedenen Strähnen integriert. Zögert nicht, euch diesen Teil ein paar Mal anzusehen, um den Überblick zu behalten. Zum Schluss fügt eine weitere Extension in den Mix ein. Fahrt fort, die Strähnen in zwei Hälften zu teilen und folgt dem gleichen Über- und Untermuster. Macht weiter, bis ihr alle Haare am Kopf erreicht habt. Sobald ihr dies getan habt, verwuschelt die gesicherten Teile ein wenig, damit die Frisur eine dicke, volle Wirkung hat. Wir fordern euch heraus, eine Frisur zu finden, die radikaler ist als diese hier. Wow, Prinzessin, du hast dich wirklich selbst übertroffen. Oh nee, stimmt etwas nicht mit deinem Magen? Klingt, als könntest du einen leckeren Snack gebrauchen. Wow, das sieht köstlich aus. Das gibt mir eine Idee für eine weitere tolle Frisur. Nimm jetzt noch keinen Bissen. Wir werden die nicht essen, Dummerchen. Wir werden sie in Mode verwandeln. Wenn ihr gerne Muffins esst, werdet ihr diese nächste Frisur lieben. Wow, Cupcake-Haare! Um diese Frisur zu bekommen, glättet die Locken und macht zwei enge, hohe Zöpfe. Fügt auch eure Lieblingshaarverlängerung dort hinzu. Teilt nun jedes Schwänzchen in zwei Hälften und dreht die Strähnen bis zum Anschlag nach unten. Tut dies auf beiden Seiten und sichert die Unterseite mit klaren Haargummis. Nehmt eine Papier-Muffin-Verpackung mit ausgeschnittenem Boden und fädelt die gedrehten Strähnen durch. Befestigt das Formchen so, dass das Gummiband an der Basis des Kopfes hält.
Dreht nun das Haar zu einem Dutt, sodass alles in das Papierförmchen passt. Wenn es herausragt, ist das in Ordnung. Sichert es einfach, indem ihr Bobbypins direkt in den Dutt steckt. Vergewissert euch, dass ihr die Sache mit einer süßen Erdbeerhaarnadel abschließt. Wow, die sehen richtig lecker aus. Ihr könnt mit Farben experimentieren, aber wir mögen den Blauton ziemlich gerne. Schnell, schau's dir im Spiegel an. Ja, das ist weit entfernt von dem unordentlichen Haar, mit dem du aufgewacht bist, oder? Wenn euch diese schönen Frisuren gefallen haben, solltet ihr sie unbedingt mit euren Freunden teilen. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr solche Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss!